Wollen Sie Fußballstadion und Seiten von Grünwald sperren? Stattdessen haben Sie Laura Fischer im Tor. Ganz stark aufgelegt heute. Theresa Weißer setzt sich da mit einer Körpertäuschung durch. 15 zu 16. Treffer Nummer 4. Und auch da setzt sie sich auf der linken Seite schön durch, die Anne Fischer, zum 5. Den Treffer in diesem Spiel für sie. 15 zu 17. Und das ist die Lücke für Sarah Bischoff. Und da rufen sie von der Bank, nur zieh doch. Da hadert sie ein bisschen, da hat sie nicht den Mut, damit Schwung reinzugehen. Und er versucht es wieder auf die kurze, auf die Torwart-Ecke, Franzi Horn. Aber diesmal der Torwart drauf vorbereitet. Und der Schalldach. Und der Nachwurf dann drinne von Anna Altmann. Ihr dritter Treffer. 15 zu 18. Das ist die Lücke für Julie Schiller, traut sie sich nicht selbst, der Pass am Kreis auf Lena Besenhardt, 16 zu 18, aber auch da hätte Juliane Schiller durchaus selbst gehen können. Und Laura Fischer siegt erneut gegen Anne Fischer im Duell. Und der Wurf geht an die Latte. Findet somit die erneute 3-Tore-Führung für Motorbad. Und Jule Schiller bleibt glücklos heute.
Hat sich schön durchgesetzt. Lisa Lehmann, ihr dritter Treffer. 19-16. Theresa Meissner scheitert da und jetzt Jule Schiller erneut. Und wieder scheitert sie. Und Claudia Herro mit ihrem dritten Treffer. 16-20. Schrittfehler angezeigt. Und Anne Fischer erfolgreich beim Konter. Und 21-16 jetzt Auszeit genommen von Grün-Weiß Schwerin. Das könnte schon so etwas wie die Vorentscheidung sein. Die Auszeit ist abgeklungen. Stefan hat seine Mannschaft nochmal neu eingestellt. Gucken, ob das noch was bewirken kann. 5 Tore, 10 Minuten sind es noch. Schön rausgespielt, das war nicht. Und da haben sie Glück, dass sie den Ball behalten. Das ist unser Spiel hier zu beruhigen. Natürlich, man führt mit 5. Man spielt auswärts. Und dann nimmt sie sich den Wurf. Sandra Spörler, aber der Ball ist vorbei. Und so jetzt die Möglichkeit für Grün-Weiß Schwerin hier auf 4 Tore zu verkürzen. 5 sind es ja. Theresa Meissner scheitert. Halb hoch an der Torhüterin. Und es ist erneut Theresa Meissner, die sich da durchsetzt.
Ihr fünfter Treffer in diesem Spiel. 17 zu 21. Kommt hier zu spät von Siska Horn. Gibt's gelb. Und es gibt 7 Meter für Motorbad. Das ist der zweite. Sandra Spörle wirft den Ball vorbei. Und jetzt die Möglichkeit für Grünwald-Sparini auf 3 Tore zu verkürzen. Sarah Bischoff, jetzt geht sie mal. Und dann kriegt sie den 7 Meter. Und 7 Meter Nummer 11. Eine Quote, die jedes Formblatt sprengt. Und da ist an der Linke erfolgreich. Treffer Nummer 10. 18-21, 3 sind es noch. Sollte hier nochmal Spannung aufkommen. Schrittfehler gepfiffen. Wird man jetzt nervös auf Barther Seite. Er ist der verworfene 7 Meter am Tor vorbei. Jetzt der Schrittfehler. 18-21. Ist der Ball außen. Versuchen Sie es nochmal neu aufzubauen hier. Sarah Bischoff, der Rennmeister, schön aufs Aus raus. Franziska Horn, Tor. Ihr zweiter Treffer in diesem Spiel. 19-21. Und jetzt gibt es Auszeit. Für Motorbad. Da muss der Trainer wohl reagieren jetzt. Dann sehen wir auch das Abklatschen von Sarah Bischoff mit Co-Trainer. Endlich gehst du mal und da holst du uns den Sieg.